I'm bored. Let's do something else. I got this book. My dad gave it to me. Ja, servus, hallo zu einer neuen Folge aus der Sudküche. Wir sind heute wieder an der Mona und ich bin immer noch am Heizungskasten am Schwese. Allerdings habe ich jetzt meinen Fehler gefunden. Das erste Mal muss ich das Klebe ein bisschen umdenken von Edelstahl, Stahl auf Alu. Aber mein Hauptproblem war, dass eigentlich die Gasflasche fast leer war. Und ich wahrscheinlich, wie soll ich sagen, nicht sauber genug geschafft habe. Das heißt, wenn ich hingehe, ne, das ist mir halt aufgefallen, mit der Trennscheibe schneide und das Alu schneiden und kommt da in das Gummi rein, kann ich hier die Fläche so sauber wie möglich machen. Und hier auf der Kante, also im Prinzip die Dicke vom Material, ist immer ein schwarzer Rand. Das war mir aufgefallen. Und natürlich mit der Übung alles mit dem Sauberreiber. Ich habe immer hier oben drauf alles sauber gemacht, ne? Aber nur von einer Seite, nicht von beide. So, das ist jetzt hier. Heute habe ich hier gemacht. Da war der Anfang, da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Dann wollte ich schon das Ding in die Ecke schmeißen. Dann habe ich gedacht, nee, jetzt mach schon weiter. Und da sieht man schön, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Dann habe ich hier unten gemacht. Da war ein Loch drin von der Bleche. Was ich mich noch ein bisschen schwer tue manchmal ist hier, wenn es so ums Eck geht oder hier unten das Eck, das habe ich jetzt zugemacht und da, das bleibt so, da brauche ich nichts zu machen. Hier das Eck, das wird später sauber gemacht, wenn hier dieses Teil hier drauf kommt. Aber zuerst muss ich hier den Rand anpassen und dann die Fläche hier bündig schleife, damit es passt. So, die Verschraubungen für die Lüfterkaste habe ich schon dran. Wenn das hier drauf ist, dann muss ich nur noch gucken, dass ich hier, der Schaumstoff habe ich auch schon, mit Schaumstoff bis hinten aus ausdrücke. Hier ganz ohne Schaumstoff drin mache. Aber jetzt kümmere ich mich gleich hier drum. So, ich hoffe, man hat das alles gesehen. Ich kümmere mich weiter hier drum. Da sieht man schön, was ich jetzt noch wegschleifen muss. Sieht man es? Jetzt sieht man es, glaube ich, da mein Finger. So, dann kommt das drauf, damit der Heizungskasten fertig ist, weil ich muss nämlich auch noch hier gehen und dann der Deckel bauen. Der Deckel weckt mich noch ein paar Nerven kosten, aber ich habe schon ein, zwei Ideen, wie ich das am besten mache. Es soll nämlich später auch gut aussehen. Und ich wäre sehr wahrscheinlich, Kollege von mir, der Dennis, der wohnt in Hannover, der ist halt natürlich ein bisschen fitter mit Aluschweiße. Und der hat mir das Angebot und ich gehe hier, du deine Kaste zusammenbaue wieder, deine Babbedickelkaste, packe, packe das alles in, schick's ihm nach Hannover und er hat gesagt, er baut mir deine Kaste in Porno-Optik. Für mich reicht das in Porno-Optik, wenn das schön sauber ist, aber das Angebot nehme ich gern an und dann schicke ich ihm das alles und dann sehen wir mal, wie das am Schluss fertig ist. Ich werde auf jeden Fall nochmal mit ihm schreiben. Was halt noch dazu kommt, also wie gesagt, ich tue jetzt da weitermachen, da gibt es kein Video oder sonst irgendwas, kein Zeitraffer, weil mir das zu anstrengend ist, mich aufs Alu zu konzentrieren und auch noch hier zu gehen, aufs Video zu konzentrieren, zumal ich noch warten muss, weil wir kriegen nämlich heute spezieller Besuch. Das zeige ich euch aber später dann. So, ich mache jetzt weiter. Hoffe, dass ich der Heizungskasten fertig kriege, bevor er kommt. Sieht gut aus. Und dann sehen ihr, um was es geht, was da heute passiert. So, ich habe das Abdeckblech hier ohne jetzt angeschweißt. Ne? Da habe ich ab und zu Stelle weiß, wo es nicht so gang ist, aber das leid wahrscheinlich wirklich dort drauf, dass ich kurz vorm Schweiße alles sauber machen muss. Jetzt bin ich hingegangen, habe hier oben geheftet. Du ab und zu, jetzt da fange ich halt an, das mache ich sauber und dann tue ich hier runter zu Schweiße und das feile, dass es passt. Das gleiche versuche ich hier und hier runter. Allerdings muss ich hier ohne erst heften, dass ich das nicht verziehen kann. Dann kommt
Hier ein Stückchen rin. Das Dreieck, das habe ich vergessen. Das habe ich, Nebelei, habe ich rausgeschnitten. Ich wollte eigentlich hier zumachen. Aber das kommt jetzt noch. Weil da kommt die Abdeckung drauf. Das muss ich gucken, wie ich das später alles fertig mache. Und wenn das nämlich hier verschweißt ist, dann gehe ich hin. Du gucke, da ich hier sauber verschweißt kriege. Oberum, hier runter. Und dann hierher. Hier sieht man schön, wie sich das verzieht. Aber das ist nicht schlimm. Das tue ich mit der Schraubzwinge, bis ich zusammendrücke. Oder am Schraubstock. Und dann wird das komplett verschweißt, hier runter. Und dann ist Lüftergehäuse fertig. Lüftergehäuse, die Heizung, der Heizungskasten. Hier ist die Lüftung schon drauf, also das Gehäuse vom Lüftermotor und der Wärmetauscher, der hier komplett drin passt. So, jetzt hat, haben wir aber jemand da. So, wir haben aber noch jemand, ne? Ich gehe mal da raus. Da haben wir jemand, der ist komm. Der kann sich jetzt mal ganz kurz vorstellen. Du musst ein bisschen lauter reden, dass man es hört. Ja. So, jetzt Ich darfst bin der freundliche Opelfahrer von nebenan, der Werner. Ganz Ja. einfach. Ich So. komme aus dem Frankenlande und habe den Weg mir aufgenommen, ne, um den guten Herrn für die Mona zur Rettung und zum Erhalt, ne, diesen Motor zu bringen. Moment, ich unterbreche ich mal kurz. So, jetzt machen wir so rum. Ich steuere in das Loch gucken. Na? Ja. Sonst sieht. Kennst du das, wenn du auf Videos guckst und du Mensch, die gucken Ja, an dir vorbei? genau. Du musst Das ja ist, weil dann die Leute, überschauen, ja. genau, daher Ja, gucke. Der Mensch ist halt moje fortgefahren. Ne, Quatsch, du bist letzte Woche, ne, die Woche, wann? Ne, ich bin gestern Abend dem Motor holen Gestern oben. gefahren, genau. Ja. Nach meinem Opel Tigra schrauben, aber das hat sich eh schon erledigt, weil mein Kumpel sich das nicht genommen hat, weil bei der Probefahrt ging das Verdeck nicht auf. Okay. Das hat er sich dann nicht Ein nehmen neuer lassen. Tigra dann. Ja, neu 2006er oder so ist das. Tigra, ne? Genau, ja. der Twintop. Ja. Richtig. Okay. Ja, und den habe ich mir halt jetzt hübsch gemacht, tiefer gelegt natürlich gleich, gescheiter Alufelgen drauf. Aha. Ne, und bei der Probefahrt, weil ich konnte ja zu vorne nicht fahren, habe ich rote Kennzeichen, ne, organisiert. Und dann, Emil, es ist ein schöner Tag, ne? Ich schraube an deinem Vectra, danach machen wir die Probefahrt. Ne? Und dann, naja, nach der Probe oder bei der Probefahrt, so, jetzt machen wir mal auf, ne? Nö, geht nicht. Hat er sich Okay. überlegt, will er nicht. Geht gar nicht um. Nein, das macht bloß der. Ja. Das ist mein Vermieter. Ja, okay. Also nur bekloppt Ja, richtig. Ja. Ich hatte schon zuvor den Schalter im Verdacht. Dann habe ich meinen Opel-Händler angefragt, wo ich seit über 20 Jahren kenne. Ne? Aha. Thomas, das und das. Ne? Ja, das muss ein Kabelbruch in der Tür sein. Dann habe ich gedacht gehabt, aber da hinten geht die Heckklappe auch nicht hochzufahren. Na, dann ist es Kabelbruch hinten. Dann habe ich zum Himmel gesagt, am Sonntag habe ich angerufen. Ne? Du schreibst mir nicht an einen Sonntag, wir machen das gemeinsam. Ne? Aha. Sonntag ist tabu. Nee, nee, mach mal zusammen dann am Freitag. Okay. Muss glaube ich ein bisschen weiter rüber gehen. Ah, das ist. Wenn man nicht die Ja, ganze Zeit guckt, dann geht der Arm runter, ne? Man So. schweift ab, Ja, genau, ja. genau. Naja, jedenfalls lange Rede, keinen Sinn. Haben wir dann zusammen jedenfalls das machen wollen, aber auf dem Weg nach meiner Arbeit haben wir noch ein Bierle getrunken auf dem Parkplatz mit meinen Kollegen. Aha. Dann schickt er mir auf dem Weg jedenfalls den Tigra schon offen. Er hat den kompletten Schalter zerlegt, dann getauscht, dass die Heckklappe halt mit dem Öffnen ebenfalls geht und genauso sein Laptop dran gemacht. Ne? Hat er ja auch OBD-Zeug und sonst was, ne? Ja. Zum Auslesen und alles, Stellglied-Test. Ja, dann ging das aus. Also dachte er sich, na, da muss es der Schalter sein. Ne? Okay, jetzt hat er natürlich den neuen auch noch bestellt, umgebaut, ne? Aha. Und den neuen bestellt, weil das lässt er sich nicht nehmen. Ja, und das ist dann Ne? auch nur der Schalter, das Relais. Ja, Ja, okay. Gott sei Okay. Dank. Aber Ja. da sind noch ein paar so Dinge halt, da Das ist muss er eh für mich nochmal alles ran. zu viel Elektronik, zu viel Ich, neues ja. Zeug. Ich mag lieber alte Ja. Autos. Ja, ich natürlich auch. Ich habe noch ein Calibra. Calibra ist so die Grenze vom Neuer. Da ist Aber schon. jetzt hole der 16 VXE. Motor ist alles Du, wenn wunderbar. du mir Ich jetzt meine, von gesagt der Technik, hättest, vom Auto. aber wenn du mir jetzt gesagt hättest, bei dem, wo ich gestern war, der hat noch ein XE da gehabt für 500, hätte er mir sofort den so gegeben. Aufgeblasen mit Goldschrauben und sonst Das sah was. er jetzt, ne? Ich weiß, aber Das du warst sehe ja so verschossen auf den Achtventiler. Der ist jetzt Ich kann dir Geschichten von meiner Achtventiler-Zeiten Der ist jetzt sagen. ingedrungen. Das ist alles so Ja, safe. Eben, Jetzt, natürlich, ja. Dann will man auch natürlich nicht nochmal. Ah. Aber vielleicht in ein paar Jahren.
Vielleicht hole ich mir doch und lege ihn erstmal auf Lager, weil mein 16V, ne, ich habe noch einen Kopf zu Hause. Ich habe hier noch den Vergessener, wo ich baue als 16V. Und ich habe hier noch die Jubi, wo ich am Überlege bin, ob 8 oder 16V. Ah. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber sprechen, ne, dass ich das nächste Mal zu ihm fahre. Ne? Ja, natürlich, gerne. Ich bin immer offen. Auf jeden Fall, ich habe ja in Facebook die Beiträge drin und die Videos und so weiter, wo ich gemacht habe, damit der Motor, den ich jetzt ingebaut habe, der hat Lagerschaden, der kloppt. Und er hat dann drunter kommentiert, wenn das nichts wäre sollte, dann tut er Motor besorge, den er für die Mona bringt, damit die Mona läuft. Gut, okay, ich habe schon viel Sache so gesagt, kriegt, aber nie ist was dabei rumkommen. Weil ich will dann auch nicht nur froh, ich will nicht so den Anschein erwecken, wie manche denken, dass ich mal Sache, wie sagt man, erschleiche, bettle oder wie auch immer, mag ich nicht. Ne? Ja. So, dann war das so weit, dass ich gesagt habe, es ist ein Lagerschade, das kann nicht anders da sein. Und da habe ich ihn gefragt, ob das Angebot noch steht, dass er Motor besorgt. Weil bei uns hier unten ist es fast unmöglich, so einer zum guten Preis zu bekommen. Er hat dann geschrieben, er macht es, er besorgt den Motor und fertig. Ich war der Meinung, ne? Jetzt kommt's, pass auf. Ich war der Meinung, er hat ein Kollege, der ein Kollege hat, die meistens mit ein paar Leuten in der Eck zusammensitze, Bier trinke und einer hat ihn in der Eckleihe und er sagt so, du, deine Motor wollte ich mir doch geben, dann nehme ich, gib da Kaste Bier und fertig. Nein, dieser Mensch ist so krank, der ist fort und hat den Motor gekauft. Von jemandem, den du kennt hast, ne? Nee, eBay Kleinanzeige. Über eBay Kleinanzeige. Ja. Ne? Er hat noch mehr Kontakt. Genau, aber er hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt. Fahrt fort, kauft den Motor und kommt heute 4 Stunden hierher gefahren, nur damit, was? Dass du deine Mona gescheiterweise damit reparieren kannst, aufbauen kannst. Weil ich gesagt habe, die Mona bleibt jetzt stehen. Ja. Der Motor, da ist ein Motorschade dran, die bleibt jetzt stehen, ich mache da nichts auseinander, ich muss nämlich gucken, fürs Drehmoment alles fertig machen. Es fängt an zu zittern, ich muss auf die andere Seite. Oh, mir tut der Arm, mir brecht der Arm ab. Du brauchst einen Selfie-Stick. Ich habe einen schwulen Selfie-Stick, aber welche, wie die Kamera wackelt, wenn das so lang ist. Ja. Und ich habe gesagt, die Mona bleibt stehen, fertig, fürs Drehmoment auf der Hänger drauf und runter, das funktioniert, aber das wollte er nicht. So, habe ich gesagt, ist kein Problem. Und gestern ist er dann Gefahr, heute Gefahr kommt, das habe ich alles schon gesagt. Und jetzt ist er da. Das heißt, ich muss gucken mit dem Aufnehmen. Wir drehen rum, dann tun wir den Motor abladen. Und ich weiß nicht weiter, wie es mit dem Video weitergeht, das gucken wir dann einfach. Ne? Also, wir sehen uns jetzt gleich. Und ich habe eine Überraschung für dich. Oh, da kommt auch noch was. Ne? Also ich stelle die Kamera auf, dann tun wir erstmal abladen. Und dann will er irgendwas noch mit dem Ü-Ei machen. Und dann gucken wir mal, dann können wir mal, sehen wir uns gleich nochmal. So, ich habe die Kamera jetzt so aufgestellt, weil der Wolfgang, nee, der Renner will mir irgendwas zeigen, irgendeine Überraschung. Das heißt, ich stelle mich jetzt so hier und warte einfach, ne? Wenn er da den Kofferraum aufmacht. Ja, wenn wir da drin sind, mach ich. Ja, das sind das denn? Ich kann. Ja, das ist wieder ein Kind. Ach so, kenn ich. Ja, der ist da. Also ich habe da jetzt halt gleich was vorbereitet. Okay. Weil du wirst ja, ich weiß deine Vorliebe. Falls du jetzt. Meine Vorliebe. Aber das ist jetzt. Vorliebe war halt jetzt einfach für den Motor. Ne? Das ist nicht dein Ernst, oder? Natürlich. Kannst du ihn brauchen, oder? Sinne das? Kann man ihn brauchen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du holst den Motor. Ja. Und dann tust du noch die ganze. Aber ich wusste jetzt nicht, ob du jetzt eine andere Kopfdichtung vielleicht brauchst, weil der jetzt aufgeblasen ist auf 2,1. Ich habe die Metallkopfdichtung. Das wusste ich. Die habe ich schon liegen. Genau, genau. Aber das kannst du garantiert woanders da auch verbauen. Weil die Kopfstichtung. Ja, klar, es muss ja alles runter. Es muss alles runter. Und dann da drauf, genau. Das ist. Alles. Ich weiß gar nicht, was ich da soll. Ne? Das ist. Ich muss definitiv. Sobald ich ein bisschen Zeit habe, muss ich vorbeikommen, dass wir ein ordentliches Bier trinken. Das hört sich gut an. Ich hätte ja eins dabei, aber du willst es nicht. Nee, ich trinke ja eigentlich gar nichts. Okay. Ne? Ich habe aber ein ganz besonderes Bier dabei. Ne? Die letzte Flasche aus einem Kasten. Das machen wir, aber. Nee, das kannst du ja alleine machen. Nee, ich habe jetzt die Flasche. Du kriegst die Flasche. Ne? Weil das hat den Hintergrund. Das wirst du vielleicht gar nicht kennen. Eberhofer.
Plötzinger. Ja, aus dem Kümmerer raus, der Ignaz Plötzinger. Ne? Und das ist eben so von diesem Film und sonst was haben sie das mit eingebaut. Okay. Es gibt auch eine Sonderpressung, wo eben dieser Ignaz dann, dieser eine Schauspieler mit drauf zu sehen ist. Okay. Also das muss probieren. Ich probiere es auf jeden Fall. Ja. Nur um es nochmal zu sagen, ich habe immer so den Führerschein abgegeben, weil ich es nicht getrunken kann immer. Okay. Und das wäre Zeit, ich bin gar nicht. Dann regst du es mir dann auf Platz. Das mache ich nicht. Genau. Heute musst aber nochmal ein bisschen. Im Moment. Ja, aber das durch heute Abend oder morgen mit meiner Frau trinke und dann sage ich dir, wie es geschmeckt hat. Ne? Genau. Und mir fehlen einfach die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das hatte ich mir halt so eingebildet. Ne? Wenn man einen Motor bekommt, dann braucht man wieder Teile. Ja, du musst aber ja die Kopfdichtung, ne, das ist halt jetzt ein normaler Standard und das dachte ich mir schon, dass du eine Metallkopfdichtung nehmen wirst. Genau, aber die du musst ich jetzt ja überlegen, es kommt ja nur der Motorblock jetzt. Genau. Der Rest kommt ins Motorlager. Schmeißt aber das nicht weg. Nee, ich habe Motorlager. Ich hab ja, extra, sehr gut. Ich hab weil extra die Motorlager, die ist noch nicht alt. Ja, das kommt alles so runtergebaut, kommt ins Motorlager. Genau. Gehört alles zu einem Motor. Ja. Und die Geschichte, wo du gesagt hast, mit dem Kolbe und so weiter, das werden wir dann auch wissen, weil ich kann dann das Maß messen. Genau. Und nicht falsch verstehe, aber ich gehe trotzdem diesmal hier und mache die Lagerdeckel auf und gucke mir die Lagerschale an. Besser ist das. Bevor ich ihn hinbaue. Weil wenn er hingebaut ist, ist wieder scheiße, er ist hingebaut. Wenn nicht, dann kriegst du dann 16 vor. Tut mir leid. dann muss ich alles umbauen. Mich falsch verstehen, ich mag die 8-Ventiler. In meinem Ceas Kona war der Bombe damals. Der hat jeden 16 vor Blatt gemacht. Ja, ne? du musst das vergleichen, sag ich mal, der Beas Kona mit dem A-Kurs. Ja. Ne? Nimmst du einen A-Kurser, machst eine 8-Ventiler drin, das Ding ist gerade geil. Ja. Machst du 16 V drin, bin ich der Meinung, ist es schon wieder ein bisschen zu viel. Richtig, unkontrollierbar. Hab ich dann gemacht? Weiß ich nicht. Das wäre was. Ja, es läuft. Ja. Ich habe die Mona gefahren mit dem anderen Motor. Und ich gehe ja davon aus, der Lagerschade, wie das jetzt kommt, ist, der kommt ja nicht von. Sagen. Das ist ja schleichend. Und irgendwann verliert der Motor ja an Leistung. Aber es war der Uli und der andere Kollege, die mitgefahren sind. Ja. Wie hast du denn mit 8 Minuten? Das Auto wiegt nichts. Das ist brutal. Das ist brutal. Und die 150 PS oder sagen wir mal mit dem Auspuff vielleicht 160 PS oder 170, da wollen wir nicht drüber streiten. Ne? Aber die bewegen das Auto schon ordentlich vorwärts. Und wenn dann überlegst, 16 V da drin, uiuiui. Ich habe zuvor immer so lustige Dinge gemacht, der Corsa B oder Tigra A, ne, mit dem 2-Liter 16 V reingebaut und so. Ne. Das sind Spaßdinger, die wecken Gefühle. Jetzt stell dir mal vor, du hast an dem B-Corsa 500 Kilo weniger. Na, weil der A-Corsa ist so, das ist hier nichts. Ja, so Ravioli-Dose. Ja. Und das ist schon der A-Corsa, ich weiß nicht, wie viel Fenster ich habe. Den habe ich, da ist so ein 8-Ventiler drin. Ne? Ja. Und der läuft schon richtig gut. Und das Ding ist brutal. Es ist wirklich brutal. Und ich mag von der Charakteristik her die 8-Ventiler aus dem Grund, du kannst einfach insteigen, machst eine An- und Fahrt. Du musst ja keine Gedanken machen. 16V ist immer so. Die wollen gut behandeln. Das ist jetzt wie mit dem Omega. Ne? Ich habe viel Scheiße erlebt mit 16 Frauen und so. Genau, der Omega als MV6 ist so. Du musst die musst du behandeln. Du kannst nicht einfach fahren. Ne? Und da ist es beim 16V genauso. Beim 16V kann ich nicht sagen, oh, ich hab's jetzt eilig, schlüpfe rum und jetzt geben wir ein bisschen mehr. Das wollen die nicht. Die wollen warm gefahren werden, die wollen gut behandelt werden, nicht Vollgas ausmachen. Und die da, die kann ja auch mal sagen, ich bin jetzt 500 Meter gefahren, ich hab's eilig, Autobahn Vollgas. Die sind mit unerkennlichste, die robusteste Motoren, die es gibt. Jetzt muss man aber wieder dazu sagen, überleben wir mal, wie alt die Motoren mittlerweile sind. Ja, das ist ja das. Deswegen habe ich ja gesagt, der liegt 10 Jahre. Ne? Ja, du kannst aber doch nicht sagen, ich hole mal so einen Motor, der ist vor 20 Jahren super gelockt, bis zum Ausbau. Ja. Jeder Motor läuft bis zum Ausbau. Ja.
Und dann noch 40 Jahre baue ich mir hin und sage, um Gottes Willen, jetzt muss kaputt gehen. Das ist kein neuer Motor, das ist ein alter Motor. Deswegen hatte ich dich ja gefragt. Am besten wäre natürlich aus dem laufenden PKW und sonst sowas den Motor rausnehmen und dann. Aber die Zeiten gibt es ja nicht. Nee, das ist nein. Du kannst ja nicht auf den Sport. Und aus dem würde auch keiner jetzt ein GSI 116 PS ne? hier so schlachten, deswegen, nee. Wenn die Karosse noch gut ist. Nee, nicht nur das, es gab das Willen. Das habe ich früher gemacht, ne, vor 20 Jahren. Da hat man aber auch die Dinger wie Sand am Meer. Ne? Nicht nur das, es gab ja auch ganz viele, wo der nur Motor drin hatte, wo per GSI war. Ne? Genau. Vectra, Calibra und Haschen nicht gesehen. Und Standardmotor. Der war ja überall verbaut. Da konnte sagen, ist egal, schmeiß nur fort, ich geh mal an ein Auto holen. Machst du zum Dänen und kriegst du eine Schende oder so? Die Zeit ist rum. Früher habe ich auf dem Parkplatz hier die Dinger rausgeschlachtet, ne, auf dem Schotterparkplatz. Motorgetriebe raus, ja, freilich, ja. Zwar die Hand ein bisschen zermatscht worden, ne, aber egal, wir hatten ihn draußen. Genau. Ne, oder in der Tiefgarage hat man schnell den Motor ausgebaut, Karosse angehoben. Ne? Genau, das sofort, hat sofort so. Angehoben, man hatte ja nichts. Das erinnert mich an meine Zeit früher, das war einfach so. So hat man das, früher ne? das gemacht, ja. Da hat man vorne alles abgemacht, nur ohne Gelos Auto hochgehoben, fertig, direkt vom Auto weggeschmissen. Ja. Heute, wenn ich überlege, wie viel Kadett ich geschlacht habe, nur den Motor, ob 8 oder 6 CV, und dann überlege, was die Kleindele von den GSI heute wert sind, wenn ich mir in der Arsch drehe. Ne? Ich weiß, ich habe so viel weggeschmissen, ja. Ich wette mit dir, in der VW-Fahrer gibt es ganz viele, die genau so über den 2er Golf gehen. Genau. Das war einfach dabei hatte ich nie einen 2er Golf, der war so hässlich. Mein Kumpel hat damals einen Kopf. Ich musste damals sein 1,6er rausschmeißen, ein 1,8er reinschmeißen. Ne? Ich als Opel-Monteur. Meine erste Erfahrung mit einem VW Golf 2er Golf war, dass ein türkischer Mitbewohner jedenfalls halt, Montagmorgen, ich Kfzler im zweiten Lehrjahr, mein Chef hat zu mir gesagt, mach mal die Batterie da neu. Naja, okay, habe ich die Batterie raus, eine Opel-Batterie rein, das natürlich bloß irgendwie noch andersrum ist. Er hat mich nicht verstanden, ich habe ihn nicht verstanden. Also hat es ziemlich gefunkt. Oh Gott, das war meine erste Erfahrung mit dem 2er Golf. Danach habe ich die nicht mehr gemacht. Aber ich habe alle schon an den Dingern gemacht. Sind eigentlich sehr, sehr simpel aufgebaut. Ich finde sie geil. Was mir jetzt auch gut gefallen ist, die Halle im Eis. Genau. Das ist so. Genau. Boah, das war so das Nonplusultra. Den haben wir damals seinen roten Golf ne, von innen her eben ausgestattet. Ja. Im Feiern Eisdiel und sonst was. Ne? War Bombe, aber. Heute undenkbar. Kriegst du mit. Das ist ja nicht immer Bombe. Nee, nein. Die sind komplett weg. Vor 6-8 Jahren habe ich einen 2er Golf gehabt, N8er GT, und wollte als Feier in der Eisumbau. Hab komplett die Innenausstattung, alles gehabt, dann sind wir mal kaputt gefahren vor der Haustür. War Schrott. Und vor 6-8 Jahren waren die schon sündhaft teuer, irgendwas von der Feier in der Eis zu kriegen. Ne? Wenn da heute die Preise Euro du kannst ja ein neues Auto kaufen. Allein schon ein E-Kadett für 10.000 Euro. Oder Manta A. Manta A für 10.000 Euro, den kannst du komplett neu aufbauen. Ich kenne mehrere TÜV-Rüber. Einer von meinen TÜV-Rüber hat A-Manta zu Hause in der Garage steht, top gepflegt, alles. Ja. Weißt du, wie lange ich an dem schon rede, dass er mal sein Manta verkauf? Macht er immer, ich war gestern am Manta, ich habe einen Molar für die Leute. Ja. Sag ich immer, Martin, zeig mir das nicht. Du musst mir deine Eva verkaufen. Ja. Aber, ich nehme ihn noch längst. Macht er nicht, solange er. Ich weiß, rein Armander, aber den habe ich eigentlich schon mal in meinem Hobbelclub hier. Der ist, schaut original wie aus frisch aus den 70ern, gerade in dieser heutigen Zeit importiert. Ne? Ja. Und jetzt hat er ein Astra H, aber er kann sich nicht leisten, ist klar. Ne? Die Dinger sind schweineteuer auf alle Fälle. Ja. Ne? Habe ich zu ihm gesagt, den besorgen wir dir. So oder so, du kriegst dann Manta. Das muss sein. Ich weiß einen schwarzen Armander, ich kenne den. Ich weiß, wo der steht. Ne? Der steht da auch schon seit über 10 Jahren. Ne? Einmal ist er mit dem Ding gekommen ne? und ich mit meinem tiefen Blick ein Astra, dann kam er mir so. Wir haben uns gleich verstanden. Ja, klar. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie machen wir das am besten? Naja, entweder so vor. Jetzt ziehen wir nicht mal. So, genau. So, die Motorplan, genau, Kettenbrummer.
Machst du mal die Karte hoch, bitte? Ja. Was auch noch schlimm ist, dass sie mittlerweile kaum noch Verbissmotoren mehr kriegst, ne? Du kriegst ja nur noch fast Abmotoren. Ja, das ist klar. Die sind entweder schon längst aus dem Sport, ja, oder eben halt, die werden nicht so behandelt. Von dem, wo ich ihn geholt habe, der hat noch E-Kadett Cabrio, nur aber ohne Motor. Da habe ich gemeint, du sollst jetzt deinen 6er verkaufen und deinen 8er-Ventiler. Und der hat kein Motor. Ja, ja, das verstehe ich nicht. Dann hat er gemeint, ja, 6er V&E, die kriegst du ja schwer heutzutage wieder eingetragen, weil 8er-Ventiler gab es ja damals nicht. Ja, ja, aber ich nehme dir doch deinen 8er-Ventiler jetzt mit. Ja. Ich habe gerade keine Lust mehr. Wollen wir einen Umkrümmer rumbinden oder mit? Nee, ich hab da eine Frage. Mittlerweile in so Sachen bin ich schon fast professionell. Ja. Aber nur fast. Ja, ich habe meine jetzt zu Hause gelassen. Das ist nicht schlimm, ich habe in der Regel alles da. Das dachte ich mir schon. Nur ich muss immer gucken. Oh, okay. So. Gucken wir mal, ob man den noch hochkriegt, oder? Ja. Deswegen war es Ölmesh-Dampf gesagt, weil von meiner Frau hier im B-Corsa habe ich damals mit meinem Schwager den Kopf wegen Kopfdichtungsschaden runtergehoben. Dann sind wir hängen geblieben, wussten nicht wo, haben alles Mögliche gemacht und geschaut und sonst da was. Ah. Wo wir dann den Kopf in den Händen hatten, naja, dann hat sich der Ölmesh-Dampf zerteilt. Super. Ja, deswegen habe ich dann auf ein Obeltreffen hier so ein. So, wie so ein Schwert halt, ne? Ja. Das eben halt dann an, dran operiert. Ja. Das natürlich, jetzt hast du gerade. Ich hole mein Auto. Dann schieb ich mich mal wieder. Genau. Los, die Klappe, die muss gut. Ich schieb die, ja. Mach nur eine Jacke bitte ins Auto. Nicht um die Rumgelege, ne? Wenn man jetzt lauter redet, ich weiß nicht, ob man es versteht, Hange, während ich das abbaue, mal ganz kurz die Geschichte vom Motor erzähle. Was vielleicht interessant wäre, was du mal vorhin alles gesagt hast. Ja. Na? Okay, Hange. Also, es ist ein Motor. Bisschen lauter. Das Motor der 8-Ventiler kennt man ja. Der hat jetzt so einen Schmiedekolben drin, so, wo angeblich auf 2,1 Liter Hubraum eben vergrößert hat. Und also die Familie Bauer, von denen habe ich jetzt gestern Abend diesen Motor geholt. Ne, die sind auch ein bisschen Opel-Verrückte, haben am Tigra A aufgemotzt mit Rennsportanlage und halt jegliche Tuning-Teile und sonst was sind an diesem Tigra A verbaut worden, aber der steht jetzt auch schon seit 6, 7 oder 8 Jahren. Ne, die haben auch zu viel Zeltverleih und alles Mögliche haben die. Das wir heißt, haben auch nicht wirklich viel Zeit. Die, wie sagst du, Familie? Die Familie Bauer. Familie Bauer. Ja. Familie genau. Bauer, die tun ganz viel an Opel-Schraube. Schon länger. Auch, ja, ja. Das zum oder Beispiel gerade sein Opel Antara auf der Hebebühne. Aha. Elektronikschaden, da speit sich irgendwie jedes Steuergerät von diesen Antara. Vielleicht kann ja deine Community, also ich hatte Masseschaden vielleicht halt. Ne, Massekabel irgendwo halt so im Sinne hat er aber schon abgedeckt. Okay. Ne? Vielleicht ist hier jemand, wo das Video guckt und genau, hat Ahnung davon und kann es dann melden. Ja. Dann könnte man das irgendwie arrangieren, dass da Amo geholfen wird. Das wäre saugeil. Mhm.
Dosage auch. Mhm. Was schraube die noch? Naja, er ist nebenbei noch Teilvertrieb von Lowtech. Lowtech? Ja, also Fahrwerkstechnik. Ich weiß es, aber man muss es ja erklären, für die, die wo zugucken. Also, was ist Lowtech? Sportfedern, beziehungsweise komplette Fahrwerke und das, besonders das feiere ich ganz besonders, Gewindefahrwerk, aber ohne dieser blöden kleinen Spannfeder. Die Vorspannfeder. Genau, die Vorspannfeder ohne diese. Und dann kann man das Gewindefahrwerk ohne großen Aufwand auf Luftfahrwerk umbauen. Okay. Deswegen bin ich dann auch besonders in Kontakt mit dem Herrn Bauer. Und der Herr Bauer ist Vertriebspartner oder? Der ist selbstständig, also nebenzu Gewerbe hat er. Aber die Firma Lowtech ist jetzt nur Korrespondent, das ist nicht, oder gehört der doch mit dazu? Er ist Hauptabnehmer. Also nee, also er ist extern. Okay. Hat nichts damit zu tun, aber er hat sich halt darauf eingeschossen. Und dann genauso wie beim TÜV, ne, hier, er hat ein Chevrolet Cruze, ne, für den Alltag sich eben tiefer gelegt mit Gewindefahrwerk. Dadurch ist er nämlich auf diese Firma gekommen und der fand es so mega, ne, hat auch eine der TÜV-Prüfer hat ihn kurz angesehen, trage ich dir ein, wie du trägst mir das ein. Naja, ich trage dir das ein, ne, weil es super toll ist, ne, ohne Probleme. Wenn du jetzt mit einem KW-Fahrwerk angekommen wärst, dann hätte ich dich ein bisschen genauer geprüft. Ne? Okay. Aber mit diesem Fahrwerk kein Problem. Also ist Lowtech schon eine gute Qualität? Kann man dort rausschließen? Ich werde es bald ausprobieren bei meinem Astra. Das wäre mal interessant, da mal vielleicht näher drauf umzugehen. Genau, da kommt man vielleicht mit dir dann auch hier zusammen. Ich bin ja schon länger, seit ich die Mona habe, dran, irgendwie ein Gewindefahrwerk für die Beerskuh. Ja. Es gibt was aber keine Zulassung hat. Okay. Und ich sage das ganz ehrlich, wenn ich 1600 Euro für Gewindefahrwerk ausgeben soll, was keine Zulassung, oder sagen wir mal ABE schon, oder Gutachter hat, wo ich einfach auf inbaue, stelle es in, fahre auf die Tür und sage, Dramas mal bitte in, du machst alle Vorgaben richtig und kriegst dann inbetracht. Ja. Das hast du mit. Also warum soll ich dann so viel Geld für Fahrwerk ausgeben, was ich nicht einfach verbauen kann? Das macht keinen Spaß. Ja, ich habe sowas früher schon öfters gehabt und sonst was. Ne? Ja. Das war immer wieder witzig mit, naja, TH-Technik. TH-Technik ist schon gute Qualität. Jetzt aber vor früher, 15, 20 Jahren. Wir können es nennen, wie es ist. Ja. Ich meine, genauso wie wenn du ein Gewindefahrwerk einbaust, ne, denkst du da an die Domlager, dass du da andere bräuchtest. Mein Kumpel hat damals ausprobiert. Genau. Gibt es ja auch geänderte, kürzere, kannst du bewegen und sonst was, ja. Genau, aber es hat. Man denkt halt erst im Nachhinein, wenn der wenn's kaputt ist. Genau, wenn die Stange auf einmal so die Motorhaube berührt. Ja, genau, wenn es kaputt ist, dann genau, denkt man genau. Man kann es, also ich sah es so, wie es ist, ne? Das mache ich ja öfters, ist mir egal, was jemand denkt. Aber früher war das einfach so, TH-Technik hat jeder gesagt, das ist ein Billigfahrwerk. Ja, ich hatte aber mittlerweile, drin, also da hat man Tittenrecht. Ja, und mittlerweile haben sie sehr gute Qualität. Also ich muss sagen, das ist, jetzt kann man Chapeau so, vor dem, was TH-Technik mittlerweile baut. Ich fahre selbst eine Lady auf der Hinterachse. Okay. Also ich sage das, wie es ist, da kommt ein anderes Fahrwerk nicht dran, was ich sage. Und jetzt lassen wir mal. Manche Hersteller haben geschlafen. Ja, aber jetzt lassen wir mal auf Fahrwerk, wenn wir gerade bei sind, lassen wir mal von KW, das sehen wir mal ab, wenn man da Edelstahl holt oder so. Das ist hier nur anderes Material. Aber ich sage immer, warum soll ich mal ein Fahrwerk für 5000 Euro kaufen? Das vielleicht ein Jahr länger hält wie eins für 1000 Euro, dann kann ich doch nochmal eins kaufen. Ja. Also, natürlich, ich bin Kenner, wo sich so festfahrt, das ist das beste qualitativ teuerste Fahrwerk. Ja. Nee, das war ich nie. und ich bin der Kenner, wo sich da so festfahrt, aber das allein schon, damit man kein Vorspannfetter mehr fahren muss, damit das alles TÜV-konform ist und so weiter. Ja. Das ist eine geile Sache, die ich gerne mal vielleicht mal Kontakt aufbauen würde, weil ich habe Vorstellungen von einem Fahrwerk in einem Beerskuh. Ja. Ich habe auch N2 Prüfer, die sagen, oh, die Idee ist verdammt geil, nur du brauchst jemanden, der das Fahrwerk an sich ein Gutachter drüber hat. Ja. Mehr nicht. Beerskuh, das ist halt das ist eine Ausnahme.
Ja, das gibt es nicht mehr so wie Sondermeer und sonst sowas. Gibt's das nicht. Und das jemand, wo so Bärskone hat, der macht das nicht. Das genau. ist genauso mit genau. allem anderen. Mhm. Jemand, wo Bärskone hat, der sagt, ich baue doch keine 18 Bilder in, weil da muss ich 10 Jahre. Nein. Ja. Die runde Scheinwerfer, wo ich da gezeigt habe. Ja. Ich finde das geil. Ja, wenn du alle alte oder ältere Autos mit Heckern kriegst, die geil sind, guckst, sind ja wirklich, kann man sagen, finde ich, alle 80-90% mit Doppelscheinwerfer vorne. Genau. Egal was für Hersteller. Und das finde ich einfach geil. Ich will mal das machen. Ich finde es geil. Es ist natürlich alles schon mit dem TÜV geklärt. Aber ich musste dazu sagen, ich bin einer, ich habe das Auto ohne Handbuch gekauft. Ich habe nicht im Handbuch nachgelesen, dass man da kein OHC einbauen darf. Im Handbuch habe ich auch nicht gelesen, dass man die Scheinwerfer nicht verbauen darf oder nur BBS oder Recaro-Sitze verbauen darf. Das habe ich, es tut mir leid, ich habe es also nicht gehabt. Also wenn ich mir sowas aufbauen würde, dann würde ich einen Mad Max-Style machen, ne? Mit diesen Gitterdrehern. Oder wo dann so... Das ist ja, aber das ist halt schon wieder... Du hast jetzt das gesehen, ist grenzwertig, ne? Das darf man nicht. Alles was... Da, das darf man. Ja. Was? Darf man. Mit den Gittern? Ja. Zum Hochklappen? Ganz genau, das darf man. Wow. Es gibt Auflage, ich habe gefroren. Du hast hier, ich weiß nicht, wie es heißt, die 2er Golf, die wo so hinfahren. Ne? 2er Golf. Von 2er Golf gibt es einen Aufsatz, wo dann der Grill so rausfährt über die Lampe. Genau. Dann gibt es wieder Ausnahmegenehmigungen von, ich weiß nicht, was für Hersteller das ist, wo wie so ein kleines Gitter vor der Lampe ist. Ja. Wenn ich es richtig zusammenkriege, ist die wir reden von alten Autos. Kennen wir uns, ne? Es ist alles immer baujahrabhängig, wann das Auto gebaut ist, aber wenn wie soll ich mir das jetzt sagen, der Lichtaustritt nicht groß geschwächt wird, das ist kein Problem. Genau. Wenn du eine Klappe baust, muss die so gebaut werden, dass wenn du das Licht inschaltest, dass sie aufgeht, dann ist das alles kein Problem. Das muss ich echt umsetzen können. Ja. Aber elektrisch oder pneumatisch oder eben halt... Elektrisch. Ich sag mal, elektrisch ist das Beste. Ja. Pneumatisch ist immer so schwierig mit Sicht und sonst was, genau. Wenn ich mal die Corvette, die Aldo anguckt, da geht immer irgendwie langsamer wie die andere, mit Luft. So wie vom einen, war das der GT? GT, mit der Klapp. Ja, genau. Das wäre das Einfachste. Man sieht aber, es ist vieles möglich, man muss sich nur damit auseinandersetzen. Ich mache das auf jeden Fall mit Lampe, weil es mir gefällt. Ja. Ne? Ja. Du hast jetzt gesehen, ich habe da ein Bild gemacht, oder zwei Bilder in Facebook und so, wo ich gezeigt habe. Ich tue das jetzt austüfteln, im Moment bin ich dran, dass die drin sitzen, dann muss die Verkleidung gebaut werden. GFK oder was? Ich mache das aus GFK. Da das ja kein Scheinwerfer ist, sondern nur Verkleidung, die dann ist, weil die Scheinwerfer sind ja die Runde. Genau. Brauche ich ja auch für die Verkleidung kein Gutachten. Nein. Ne? So. Ja. Was aber wieder kommt, was ich machen will, das kann ich jetzt nicht erzählen, weil das kommt dann später. Ich greife doch viel zu viel vor. Tut mir leid. Nee, ich stelle mir das vor, wenn das später das Auto da steht, bist du der Meinung, die Lampe gehöre da drin und das war schon immer so. Ja. Ne? Jetzt zum Beispiel mit dem Kotflügel, wo ich da erzählt habe. Genau. Dann mit dem Blinker und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten. Weil du kannst ja viel umbauen. Aber was jedem gefällt. Ah, haben sie es ja auch immer gemacht, halt, ne? Den Steg zugemacht. Das sieht dann so komisch aus. Genau das. Ja. Das. So musst du deinen Weg finden. Das Zwischenmaß. Genau. Das musst du finden. Mhm. So, deswegen wollte ich gerade sagen, es gibt ja viel Umbau, was ja deine Leute dann selbst oder andere auch gefällt. Aber in deinem Umbau, das sehe ich immer, es ist umgebaut. Ja. Aber ich versuche das so umzubauen, dass du der Meinung bist, das ist Serie. Also machst du es nicht gerade, sondern leicht so? Ja, das behalten die Form vom Kotflügel bei. Ja, das sind wir bei. So, und um ein kleiner, wie sagt man, um es klein bisschen zu spoilern, du musst dir vorstellen, dass der Grill Grill ist, aber der Grill weiterläuft über die Lampe. Ja. Nur die Lampe ausgespart sind. Ja. Die Lampe sind versetzt noch hinten ins Auto drin. Ja. Und es sieht aus, vergleichst mit dem E30, wo der Grill alles mit ins Lauf. Und so versuche ich das zu machen. Ja. Wann das soweit ist, wie das so ist, weiß ich nicht. Das Geile ist, ich muss die Verkleidung nicht fertig haben zum Intralösen. Ja. Weil die versetzt sind noch hin. Das ist, wenn du keine Verkleidung drüber hast, dann ist keine drüber, dann ist mir das egal. Mein TÜV-Prüfer würde dann nutzen, da kann man dich ja vernetzen.
Ja, aber ey, das Ding hat so, das Ding hat Spaltmaße, das falte mit ganz Handen in Serie. Ich habe das damals bei meinem E-Kadett hier mit den DTM-Rohren gesagt, wenn einer so an mein Auto entlang schraubt, dann hat er ein anderes Problem. Ey, nicht nur das, jetzt mal ganz ehrlich, du Pfanne, mit dem Spalt, du hast so Spaltmaße von Grill zu unten, vom Rundblech zu der Haupt, du hast Spaltmaße, da komm ich schon mit der ganz Hand drin. Da brauche ich doch nicht über Lampe, wo keine Abdeckung drauf ist, wo du vielleicht so ein bisschen hast, brauche ich nicht drüber nachzudenken. Das sind alles, sage ich mal, Haarspalterreihe, solange man sich auf dem Legale bewegt, ne? Wollen wir immer dazu sagen. Das muss alles rechtlich richtig sein. Wir sind ja in Deutschland. Ja, du kannst sowas bei einem alten Auto eher machen, wie jetzt C-Kadett oder Ascona, Stoßstangen abbauen ohne Fahrer. Ja. Beim Neue kannst du das nicht. Weil du hast bei Neuage zum Beispiel Fußgängerschutzgesetz, was du bei deinen alten Autos jetzt nicht hast. Ja. Ne? Das ist halt immer sowas zu bauen, Endsatz, sowas mit TÜV und komplett legal. Ja. Es gibt immer TÜV, der irgendwas macht. Ja. Immer. Irgendwo gibt es denn. Ja. Aber mir rette von ganz legal nur alle Vorschriften. Ja. Das ist schwierig. Das ist ganz andere Dinge. Ja. Wenn du noch was erzählen willst, dort dazu. Boah. Du also wirst auf jeden Fall genau. Im Video, ich weiß nicht, ob die Familie Bauer das Video guckt und dann kommentiert oder wie auch immer, weiß ich nicht. Ich werde es jedenfalls informieren. Aber wenn das soweit, ich weiß nicht, ob ich es vom Drehmoment schaffe, ne? Weil ich muss jetzt die Heizung noch fertig machen, dann, das ist ein riesen Aufwand, den Motor zu tauschen. Schon mal da. Ich kann mich drum kümmern. Genau. Ich werde auf jeden Fall, das ist ja nur der Block, der reinkommt, nachgucke und alles gucke, das hat nichts mit Misstrauen zu tun, sondern einfach damit das Mini passiert, damit mir was fertig mache, inbaue und dann ist was kaputt. Ja. Es wird auf jeden Fall das Video geben, wo ich eine Ausnahme mache. Ja. Schalte ich auf dem Laufenden. Genau, sowieso in Facebook. Das, null, es ist halt schwierig für mich, weil ich ganz viele Nachrichten gucke. Ja, das ist klar, Dann denke ich mir so, das lese ich später, dann sind wieder 7 Nachrichten drüber. Da bin ich dir nicht böse, weil ich hab genauso viel zu tun, ich habe auch keine Zeit. Es gibt aber die Leute, die sind da böse, wenn mit anderen. Ich sage immer, jeder hat sein Leben, jeder macht sein Ding. Wenn es passt, dann schreibt man sich oder so. Und wenn nicht, dann dauert das halt. Genau. Aber es gibt echt Leute, die sind da böse, wenn die dir eine Nachricht schicken und jetzt kommt's, pass auf. Du hast eine Stunde später noch nicht geantwortet. Ja. Wir sind ja böse. Ja. Wirklich? Ach, ich habe da einen Kumpel, der schreibt dir eine Voice-Nachricht, oder also entweder Voice-Nachricht oder er schreibt was, ne? Ja. Dann ruft er aber im gleichen Atemzug gleich an. Ja. Ne? Warum? Was ist los mit dir? Kannst du nicht warten? Ja. Ich kann doch da das ablesen oder anhören, ne? Und dann kann ich doch darauf reagieren, aber er ruft ja sofort an. Ja. Das er weiß ganz genau, wen ich meine. Aber ich sage jetzt den Namen nicht. Ja. Genau. Okay. Ja. Nee, da bin ich nie böse, weil ich habe auch genügend Baustellen. Ich sage das immer nur, weil sonst da was. Ne? Ja. Ich freue mich jedenfalls, wenn du dich dann einen Tag, zwei Tage danach meldest oder so. Da habe ich das auch schon wieder vergessen, dass ich dir geschrieben habe. Ja klar, ich habe im Nachhinein. Aber sowas wie heute, das war für mich, ne, also auf alle Fälle hier, das ist fest. Ich bin früh aufgestanden, früh in die Werkstatt an meiner Schwester hier und sonst was zu machen und so. Ne? Gut, morgen darf ich wieder ran. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ne, aber das war mir mein Ding, ne, für mein Herzen, dass ich das jetzt heute gleich durchziehe. Weil sonst hätte ich ihn runterheben müssen, in die Garage verstopfen und danach wieder den Heber holen und so. Ne, weil ich habe ja meistens auch keinen zweiten Mann, dass ich jetzt... Ich weiß, wie es ist. Genau, ja, das ist dann immer so Umstand und alles. Ne? Aber ich bin immer noch sprachlos darüber. Und wie gesagt, du wirst auf dem laufenden Gehall. Ich tue mal auch noch was Spezielles für dich infallen lassen. Das kommt aber zu gegebener Zeit. Okay. Also ich bin auf alle Fälle auf Semt Hoppeltreffen mit dabei. Semt haben wir vor, das ganze Wochenende zu fahren. Ne? Okay. So, das Frühjahrsbeben habe ich vor, das ist geplant mit dem Mona. Ja. Aber das ist jetzt abhängig, weil... Der Motor anmache, rausfahre, aber jeder, der sich mit Motoren auskennt, weiß, wenn der Motor anfängt zu kloppen, egal wie, ob es Bläulager, Hauptlager, Längslager sind oder sonst was, wenn du die Hand dort drauf legst und spürst eine Kloppe, dann tut man so wenig wie möglich noch drehen lassen. Richtig. Deswegen sage ich auf den Hänger und Hänger runter fürs Drehmoment Pferde. Jetzt konzentriere ich mich erstmal drauf, die Heizung zu machen und dann die Evo. Weil der Evo auf dem Drehmoment
ist gebucht für den Burnout-Platz. Das heißt, der Evo, so es im Moment geplant ist, wird auf dem Burnout-Platz zwei Satzbriefe verbrennen. Das deswegen sind schon zwei verschiedene Dinge dran. Richtig. Wir sind alle schon aufgezogen, dass wenn die Spaceline Hunde sind, die DZA Nummer drauf kommt. Mhm. Das ist alles schon gebucht, gemacht, das ist alles schon fest. Und ich sage mal so, die Mona muss nur dort stehen. Ja. Da reicht er nicht. Ja. Ja? Deswegen weiß ich nicht, ob ich aufs Frühjahrsbeben mit der Mona komme. Ja. Weil ich will nichts auf Bier und Breche kaputt fahren, weil ich sage mal, im besten Fall ist der Block, der da drin ist, nur Lagerschale, die man erneuern muss. Genau. Im besten Fall. Ja? Da, man muss nichts unnötig kaputt machen. Das bleibt so lieber stehen. Ja. Ich hätte gern Gefahr. Aber ich warte und mach's richtig. Genau. Ja, mir gehen schon wieder tausend Sachen durch den Kopf. Ich muss das jetzt beenden. Ja, wäre besser. Weil, du musst ja auch dann jetzt bald langsam fahren. Ja, vier Stunden. Ja, ja. Ich komme auf jeden Fall, ne? Ja. Wenn ich es vergesse, erinnere mich dran. Ne? Aber ich komme auf jeden Fall bis hier noch bei dir vorbei. Auf ein Bier. Ja, ne? Genau. Auf der Terrasse oder eben in meiner neu gebauten Palmplantage. Weil da bin ich auch gerade drüber, den Garten umzuräumen und sonst was. Wenn du mal eine Flasche Wein trinken dort. Ja, ja, genau. Wenn, trinkst du Wein? Ja, ja. Ich bin ein Rotweintrinker, aber lieblich. Perfekt. Das ist Natürlich. Also ich tu lieber so schöner, lieblicher Rotwein bevorzuge, genau, wie auch. Bier. Ja, ne? Bier ist so... Ja. Ich darf nicht sagen, das verstehen ganz viele falsch. Ja, ja. Aber, ich habe immer Bier, eine erlesene fränkische Auswahl, habe ich immer im Auto. Okay. Ne? Ich bin so. Das wissen auch meine Kollegen halt, ne? Ja. Weil wir trinken öfters mal auf dem Parkplatz. Ich habe auch Flörnlis im Auto. Haben wir am Freitag gemacht. Ja, ich nimmer, weil das hat bei mir ausgeartet und das will ich nicht mehr. Nee, aber das machen wir. Ja. Ich komme also mit meiner Frau, wir kommen bei dir vorbei. Genau. Ganz gemütlich. Gerne auch mit Kinder. Ja, wenn ihr wollt. Das halle mal fest. Ja. Und, aber ich tue mir trotzdem unabhängig davon noch was überlegen. Ja, okay. Wenn Sie mir warm anziehen. Später, heute Abend, irgendwann wir schon sehen, Facebook oder so, Bilder, Status, was auch immer und Video wirst du sehen. Jetzt muss ich sagen, wir beenden das Video, weil es wird dunkel, es zieht an und die Zeit läuft weiter. Die Kinder müssen ins Bett essen und das ganze Ding, ne? Ja, das gehört dazu mit der Familie. Ja, das ist aber das, was viele nicht hinten dran sind. Richtig. So wie du überrascht warst, dass ich noch 8 Stunden jeden Tag schaffe. Oh ja. 6 Tage die Woche, ne? Wohlgemerkt. Hast du jetzt heute auch wieder gearbeitet? Ja, bis 12. Nein, 6 Tage die Woche schaffe ich. Ja. Und dann mache ich das Ganze hier mit deinen Videos immer. Wo viele sagen, das mache ich ja nur. Nein, das ist nur Hobby, das ist nur nebenbei. So viel kriegt man ja nicht immer mit vom Zivilleben. Ich versuche das ja auch. Ja, weil, natürlich, Ich sage mal, muss man ja so rauslassen. Es ist mein Hobby. Mhm. Ne? Genau. Und ich mache viel, um das, sage ich jetzt euch, zu zeigen, teilhaben zu dürfen. Ja. Aber ich nehme mir das Recht raus. A, ich bestimme, wann ich ein Video mache. Genau. Und ich möchte nicht, dass mein Privatleben da hingezogen wird. Ja. Außer wenn ich sage, jetzt wie jetzt mit meiner Frau zum Essen oder so, dass du ich Preis gebe. Genau. Wenn irgendwann der Moment kommt, dass ich von dem ganzen Scheiß leben kann, dann sieht das anders aus. Mhm. Ne? Genau. Aber solange das nur mein Hobby ist, bestimme ich. Dann lasse ich mal an. Das sind so viele Kommentare. Du lässt dich mal an den Vorschreiber, mach doch mal jeden Tag ein Video. Weißt du, wie viel Arbeit hinter so einem Video steht? Deswegen, solange das so ist, mach ja auch so kleine Videos, aber halt noch. Wenn du ein längeres Video machst, wird ja eh nicht gewürdigt. Nee. Oder ja. Das TikTok ist eine geile Sache, aber hat viel kaputt gemacht, weil jeder will nur noch Kurzvideo. Genau, und wischen. Ja, genau. Ja. Das ist so. Oh Mann, das ist traurig. Es ist halt leider die Welt so geworden. Es ist so, ja. Die Welt, die Gesellschaft hat sich so gemacht. Deswegen bin ich auch gerne bei dir gewesen, halt, um dir diesen Motor zu bringen. Ne? Ich freue mich immer noch, wie Sau. Das zu würdigen, was du da machst. Weil ich bin genauso Orgelschrauber wie du. Ne? Und deswegen habe ich mir gesagt, nein, ich bringe ihn dir so oder so. Ich bin total überrascht. Ich habe da ja Lenny Vorgeschichte schon vorhin erzählt, wo die Kamera aus war. Und für mich ist es schwierig, das weiß ja jeder, der mich kennt, Hilfe anzunehmen. Genau. Aufgrund der Erfahrung, die ich habe. Ne?
Aber da, da habe ich einfach gesagt, wenn schon jemand so kommt, das anbietet und ich sage es wie es ist, ich habe keine andere Möglichkeit. Ich habe zwar von den Motoren noch zwei Stück, aber das ist Emo, Lagerschade und der Anerad Kolbefresser. Die habe ich so geredet, zusammengebaut wie der. Hat jemand gesagt, auch wieder jede Menge Geld neu stecken. Ja, aber die sind kommen und sagen, du, pass auf, bevor ich es verschmeiße, ich schenke es dir, das sind die ganzen Anbauteile, kann ich ja benutzen, weil ich habe es im A-Corsa und ich habe es jetzt in der Mona. Genau. Dann, dann ist mir doch der Block egal, kann ich irgendwann reparieren. So, aber funktionieren, da habe ich gesagt, habe ich nicht mehr, fertig. Und boah, ich bin immer noch sprachlos, wird noch eine Zeit lang dauere, bis ich dort drüber weg bin, aber... Heute Abend beim Rotweingläser. Leicht. Bei der Flasche Bier. Oder Diesel, ja. Gibt's. Ja, genau. Ja, ja, ja. Mit deiner Worte beende ich das Video und sage erst mal vielen, vielen Dank an dich, Werner, und an die Familie Bauer. Ne? Und ich bin total draus, Und auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, es teile, like, abonnieren nicht vergesse. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank an deinen Mann, der vier Stunden einfacher Weg gefahren ist.